35.000 Kinder werden in Österreich jedes Jahr getötet. Das schockiert mich. Es ist praktisch eine kleine Stadt, die da ausgelöscht wird. Es handelt sich um Kinder, die abgetrieben werden. Kleine Menschenwesen, die sozusagen passiert sind. Immer wieder werden Mädchen und Frauen schwanger, weil zum Beispiel auch Verhütungsmittel nicht in 100% der Fällen funktionieren. Ich möchte Frauen, die ihr Kind abtreiben lassen, nicht verurteilen. Mir ist klar, eine ungewollte Schwangerschaft kann in schwierige Situationen führen. Und doch bin ich überzeugt, einen Menschen zu töten, das ist keine Lösung. Manche sagen, was da in der Frau heranwächst, ist ja nur ein Zellhaufen. Meines Erachtens liegt es auf der Hand, dass nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein Individuum beginnt, ein Mensch. Die befruchtete Eizelle hat offensichtlich das ganze Potenzial für einen Menschen in sich. Das betonen auch ernstzunehmende Wissenschaftler. Immer wieder höre ich das Argument, my body, my choice. Die Frau soll selber bestimmen können, was sie mit ihrem Körper macht. Das sage auch ich. Die Frau soll frei sein, mit ihrem Körper zu machen, was sie will. Doch der Irrtum liegt darin, dass das, was da in der Frau ist, nicht nur ein Stück Körper ist, sondern es ist ein Mensch. Und ich meine, die Frau soll frei sein, über ihren Körper zu verfügen, aber sie hat nicht das Recht, über das Leben eines anderen Menschen zu bestimmen. Ich möchte mich einsetzen für die Rettung von Kindern im Mutterleib. Deshalb unterstütze ich die parlamentarische Bürgerinitiative Fair Ändern. Diese Initiative möchte die Beratung von schwangeren Frauen in Österreich verbessern. Und sie setzt sich ein für eine verpflichtende Bedenkzeit vor einer Abtreibung. Ich denke mir, gerade so eine Phase kann manche Kurzschlusshandlung verhindern. Mit unserer Unterschrift können wir dazu beitragen, dass Frauen, die unerwünscht schwanger sind, in Österreich die nötige Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und dass mehr Kinder nicht im Mutterleib abgetrieben werden, sondern dass sie leben können.